Bist du dir sicher, dass das hält? Klar hält das! Gibt es eigentlich eine Klar-hält-das-Versicherung? Zuletzt setzte es 3 Niederlagen für die TuS Koblenz in der Meisterrunde der Oberliga Rheinland-Pfalzer. Den letzten Dreier erkämpften sich die Schengel in Mechtersheim. Durch ein spätes Tor von Daniel von der Bracke vor rund 3,5 Wochen. Umso besser, dass nun Mechtersheim zu Gast auf dem Oberwert ist. Mit einem Sieg könnten die Schengel auf Platz 11 klettern. Doch das Lazarett ist prall gefüllt. Ganze 10 Spieler aus der ersten Mannschaft standen nicht zur Verfügung. Erst 2 Hiobsbotschaften kurz vor Anpfiff von der Bracke. Der Torschütze aus dem Hinspiel und Kobaschian fehlten verletzt. Und das ist Hatzic. Die erste hundertprozentige Gelegenheit für die TuS Koblenz. Eldin Hatzic mit dem Nachschuss nur knapp über das Tor. Und die Schengel, die starteten hier besser in die Begegnung. Flanke Moremi, Kopfball Pistor, da hat wahrlich nicht viel gefehlt. Koblenz jagte Mechtersheim früh Angst ein, spielten sich gute Gelegenheiten in der gegnerischen Hälfte aus mit der nächsten Aktion in Minute 17, das ist Gion Gion und Armen Çenay aus 13 Metern. Ein Abschluss, der allerdings nicht den Weg aufs Tor findet. Çenay rutscht der Ball über den Spann. Was macht Mechtersheim? 22 Minuten gespielt, erste Hereingabe, Mert Özkaya, der auffälligste Mann der Gäste mit einer scharfen Flankenhereingabe, aber kein Problem für Jonas Bass, der wenige Minuten später erneut gefordert sein sollte, aber der Freistoß aus 30 Metern ist kein Problem für den TuS-Schlussmann. Stattdessen nur 2 Minuten später auf der anderen Seite Standard André Mandt und Almir Ametay schafft es aus 3 Metern den Ball nicht im Tor unterzubringen. Monstergelegenheit für die TuS Koblenz. Auf der anderen Seite wieder Mert Özkaya. Eine starke 1-gegen-1-Situation gegen Dominik Fuß und der Ball auf den Zwillingsbruder von Mert Özkaya, auf Kaan Özkaya. 0:1 für Mechtersheim. Die TuS Koblenz mit der ersten zugelassenen Gelegenheit, die so richtig gefährlich wurde. Höchststrafe für die Schengel-Defensive, aber da lassen sie auch Kaan Özkaya zu einfach zum Torerfolg kommen. Und so geht es mit einem enttäuschenden 0:1 in die Kabinen. Enttäuschend deswegen, weil die TuS Koblenz hier eigentlich gut gestartet hat und dann das Heft des Handelns leider aus der Hand gegeben hat. Mechtersheim seit der 25. Minute mindestens ebenbürtig in dieser Begegnung. Und dieser Trend sollte sich zunächst einmal auch in Durchgang 2 durchziehen. Die Schengel zwar mit mehr Spielanteilen, Mechtersheim hingegen mit den Torgelegenheiten. Das ist Dominik Fuß auf Asari, die Schengel mit dem Ballverlust. Stattdessen geht es in die andere Richtung. Und der Abschluss aus der zweiten Reihe zunächst einmal noch ungefährlich. Nur eine Minute später die nächste Gelegenheit der Mechtersheimer. Das ist wieder Özkaya, der Vorlagengeber zum 1:0. Legt da ab, direkt Abnahme aus der zweiten Reihe und dann der Abstauber ins Glück. 0:2 Robin Muth nach 54 Spielminuten. Und dann kommt eben auch noch Pech dazu in die TuS-Defensivkette. Dieser Sonntagsschuss von Philipp Ristowski. Und Robin Muth schaltet nun mal am schnellsten und schiebt hier zum 0:2 ein. Es war keine Abseitsgelegenheit bei Mechtersheim. Nur eine Minute später dieser Ballverlust von Hatzic. Und jetzt macht es Özkaya selbst. 3:0 für Mechtersheim. Eine eiskalte Nackendusche für die TuS Koblenz bei sommerlichen Temperaturen. Robin Muth, der Torschütze zum 0:2, macht das hier gut. Özkaya, gerade einmal 1,72 groß, braucht da nicht mehr als das, was ihm zur Verfügung gestellt wird, um hier auf 0:3 zu erhöhen. Und Mechtersheim machte weiter, hatte hier die Torgelegenheiten, aber dieser Standard zu nah vors Tor getragen von Jonas Bast. Die 69. Minute, wieder die Gäste in der Vorwärtsbewegung und jetzt ist es Bast allein zu verdanken, dass Christoph Batke, der eingewechselte Offensivmann, den Ball hier nicht zum 0:4 einschob.
Und mehr noch, weiterhin nur Mechtersheim mit den Gelegenheiten. Der eingewechselte David Reiter rauf und wieder ist Jonas Bass zur Stelle, der lange, lange stehen bleibt und so der Sieger in dieser 1-gegen-1-Situation ist. Und was macht die TuS? Kommt in der 79. Minute mal nach vorne, aber Gion verpasst da den Abschluss aus spitzem Winkel. Nur 2 Minuten später wieder die TuS über Chennai. Der auf Dominik Fuß, gutes Zusammenspiel, die Flanke von Dominik Fuß, dann allerdings zu scharf vor das Tor getragen. Die anschließende Ecke brachte nichts ein. Und so geht es mit einem trostlosen 0:3 zu Ende. Die 4. Niederlage nach Gang für die TuS Koblenz. Und die rote Laterne der Meisterrunde bleibt zunächst einmal auf dem Oberwert. Das nächste Spiel der Schengel dann am Sonntag, dem 22. Mai. Dann ist die TuS zu Gast beim FV Dudenhofen.